Herren. Bitte begrüßen Sie mit einem großen, kräftigen Applaus bei La Cage d'Or, die Wuchtbrumme der Travestie. Hier ist für Sie Tess Tiger. Und was es sonst noch so dazwischen gibt, Intersexuelle, Bisexuelle, Sexuell-Sexuelle. Ja, manche werden ja einfach nur geil, wenn sie das Wort sexuell hören. Und ich bin für euch heute Abend sehr sexuell hier oben. Ich hoffe, Sie vertragen ein paar schmutzige Witze. Hallo? Irgendjemand heute Abend das erste Mal bei Onkel, Tante? Ja?
Oder muss ich mir direkt Mühe geben, ne? Vielleicht sieht man sich ja wieder. Ja, ich hoffe, ihr habt bis jetzt schon ein bisschen Spaß gehabt, habt euch ein bisschen umgeschaut auf dem Stadtfest hier. Vor allen Dingen freue ich mich, dass ich jetzt so viele Hetero-Pärchen sehe, die das wirklich interessiert, wie wir leben, was wir leben und wo wir es leben. Und das möchten wir Ihnen natürlich heute auch ein kleines bisschen in einer Show präsentieren. Ich hoffe, Sie sind bereit für ein bisschen Stimmung und Party. Geht es Ihnen soweit gut? Sind Sie bereit für Stimmung und Party? Ja! Wunderbar. Jetzt sehe ich da vorne eine Dame oder zwei. Oh mein Gott, ich verbrenne hier direkt wie so eine Motte. Du da im Gestreiften mit der Brille, könntest du mal bitte hochkommen? Die Tante hat Durst. Ehrlich? Wirklich? Weil bei uns Frauen ist das wie mit Kamelen. Wenn wir zu wenig Wasser bekommen, hängen die Höcker. Ehrlich? Aber ich habe die mir jetzt gerade neu machen lassen. Ich war letzte Woche in Polen. Da gab es sogar zwei Nasen zu einem Preis. Weiß sie doof, außer was man hat, das hat man. Aber ja, auf dem Rückweg habe ich mir direkt noch die Lippen mit aufspritzen lassen. War ja billig. Konnte 3 Wochen nicht laufen. Oh, ich sage, es hat wehgetan. Schatz, ich habe immer noch Durst. Darf ich mal einen Schluck haben? Ja, so einen großen Schritt habe ich nicht. Ich mag zwar aussehen wie Biene Maya, aber der Willi ist nicht hinter mir, der ist unter mir. Ne? So, jetzt hoffe ich, dass wir heute Abend ein bisschen Stimmung miteinander haben. Wer von euch mag denn den deutschen Popschlager? Ja? Oh, da sind wir ja schon mal gut dabei. Und bevor wir hier mit dem Programm loslegen, habe ich Ihnen einen wunderschönen Titel mitgebracht. Und ich möchte eure Hände oben sehen, ein bisschen Spaß mit euch haben. Und deshalb sage ich, Herr Bigamist, betasten Sie mich bitte von hinten. So, los geht's. Und wir fliegen gemeinsam in den Schlagerhimmel. Hey! Ich habe mich heute Nacht total betrunken.
alt und die meisten sind ja auch hier, entweder um aufzuklären oder um aufgeklärt zu werden. Jetzt möchte ich mal die Frage in die Runde stellen. Interessiert Sie das eigentlich, wie das so bei mir alles mal angefangen hat? Ja! Ja? Also gut, natürlich mit der Geburt, ne? Ich kann euch erzählen, ich muss euch das aber ganz kurz erklären. Meine Mutter, die hat früher in der Pommesbude gearbeitet, ne? Und da war sie mit mir im 9. Monat schwanger. Bei mir sieht man es heute noch. So. Und dann war irgendwie, glaube ich, Ketchup oder Mayonnaise alle. Und da ist in die Kühlkammer gegangen. Und durch den Kälteschock, plumps, lag ich da. Ja, 8 Kilo. 30 Zentimeter. Ich kann euch sagen, Gott sei Dank war ich zu fett für die Babyklappe. Oh, die hätte mich wirklich weg. Oh mein Gott, du hältst dir mal die Ohren zu. Du kannst mal bis ins Spielzimmer gucken. Naja, ich habe Gott sei Dank aufgeräumt. Also muss man ja machen, wenn man nach außen geht, ne? Wie heißt denn du? Ah, und auch das erste Mal bei Onkel Tante? Ja, ganz schnell weg, sonst hast du später ganz, ganz böse Bilder im Kopf. Das hat bei mir auch so angefangen. Ja, ehrlich, ich bin ja dann irgendwann mal in die Pubertät gekommen und Sie wissen ja, was da bei Jungs passiert. Oh, jetzt ist es raus. Gut, okay, ich gebe es zu, ich bin keine Frau. Ich bin ein Fräulein. Ja, ich kann euch sagen, ich hatte ja dann auch meinen allerersten Eisprung schon mit 8 Jahren. Ehrlich, ich bin vom Herrenrad abgerutscht oder so, ne? Die Frauen kennen das ja, ne? Wenn dann so der Eisprung kommt, nachts um 12 oder um 1, wenn es dann so knackt in der Ecke, das war der Eisprung. Ich kann euch sagen. Ja, und das Problem ist bei mir, ich bin ja nun jetzt schon in einem Alter, wo eine Rose zur Hagebutte wird, ne? Und da muss man ja ein bisschen aufpassen, was man macht. Man muss ein bisschen aufs Gewicht aufpassen. Ich schaue, dass ich es halte. Ja, ich habe jetzt auch keine Menstruation mehr. Schön für euch Männer, weil ich brauche das Blut jetzt für meine Krampfader. Ist ganz wichtig. Ne? Aber ich möchte mich jetzt hier nicht lange verquatschen. Ihr habt ja gesehen, ich bin heute nicht alleine hier. Ich habe heute meine Kollegin Mel Kim mit dabei. Und ich muss euch sagen, ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit hatte. Wir sind normalerweise eine Truppe von 4 Leuten, aber bei Mel Kim ist es noch was ganz Besonderes. Sie ist ein Kind dieser Stadt. Sie kommt aus Chemnitz, aus der Stadt der Vielfalt. Ja, da könnt ihr euch mal die Scheibe abschneiden. Und deshalb sage ich jetzt einen herzlichen und kräftigen Applaus und Bühne frei für Mel Kim.
Ach doch, jetzt guck, Gitarre hat Stimme. Hat es euch gefallen bisher? Ja! Wahnsinn, wollt ihr mich gern wiedersehen? Na klar! Ich habe über 150 Karten mit für Burgstedt für den 23.11. Also wer bis daher noch nichts vorhat, hat ab jetzt ein Date mit mir. Wir gehen ganz schick essen in der alten Spinnerei, gibt ein Drei-Gänge-Menü und mich als Dessert. Ist das was? Wunderbar. Wenn ihr Interesse habt, ruft einfach in der alten Spinnerei an, könnt ihr euch die Karten reservieren oder ihr kommt auf Facebook zu mir und schreibt mich einfach an und dann schicke ich euch welche zu. Wollen wir das so machen? Na wunderbar, das ist doch meine Zustimmung hier. So, wir sind leider, wie es immer ist, langsam am Ende unseren kleinen Showteil hier auf dem Tüdeli angekommen. Das heißt aber noch nicht, dass ihr alle gehen müsst. Ne? Da gibt es immer sowas wie Flughafen. Laut? Ja. Jetzt hat er es wieder vergessen. Ne? Guckt die Tante, da redet die Tante mit ihm. Nein. Spaß beiseite, Ernst, komm ran. Ist mir egal, wie er heißt jetzt. Wenn ihr wollt, machen wir noch ein Lied. Yeah. Ja! Da würde ich mal meine liebe Tante, Kollegin Tess Tiger auf die Bühne bitten. Und der Herr Bigamist tritt einmal richtig drauf auf den Ton. So, dieses Lied ist von uns an euch. Vielen Dank, dass ihr so lange zugeschaut habt. Wir sehen uns vielleicht in Rostock. Der Weg, der letzte, den wir gingen, da steht die Bank, da sagtest du adieu. Da steht der Baum, an dem die Blüten hingen, die du mir gabst, doch jetzt liegt darauf Schnee. Aber schön war's doch, aber schön war's doch, und ich möchte das noch einmal. Deine Seiten sind so grausam leer, aber schön war's doch, aber schön war's doch, und ich möchte das noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal nur. Da ist die Frage, die du immer fragtest. Ich hab die Antwort hier im Herzen drin. Da ist das Wort, das du mir immer sagtest. Doch leider hat's für mich jetzt keinen Sinn. Aber schön war's doch, aber schön war's doch. Und ich möchte noch einmal erleben. Dabei weiß ich genau, dabei weiß ich genau, sowas kann es doch einmal geben. Aber schön war es doch, aber schön war es doch. Und für euch steht die Tür immer offen. Doch ich wage es nicht, doch ich wage nicht, doch ich wage es nicht mehr zu hoffen. Dankeschön! Für Sie heute Abend aus eurer Stadt, ein Kind dieser Stadt, Mel Kim! Und ich hoffe, wir sehen uns am 23. November in Burgstedt. Und das war für Sie die Wuchtbrumme der Tracht-Team. Tess Tiger!
Wir wünschen euch natürlich noch einen tollen Abend und ich hoffe, wir sehen uns das ein oder andere Mal nochmal wieder. Vielleicht auch drinnen bei der Party Vaganza heute Abend. Viel Spaß euch noch! Und bevor ihr weggeht, wir haben vorne auf der Treppe einen Schlüssel gefunden mit einem kleinen blauen Band dran. Ja. Ganz lass mal fragen.